Wir alle wissen, ein Smart ist klein, er ist wendig, bietet Platz genug für zwei Personen. Aber dieser Smart kann mehr. Denn unser Smart ist der Smart Brabus und der hat nicht nur mehr Leistung, er unterscheidet sich auch optisch von der Serie. So haben wir hier nicht nur das Brabus-Schild an der Front, sondern auch den Brabus-Frontspoiler. Der ist einfach mal sportlicher und dynamischer. Wenn wir auf die Seite gehen, dann sehen wir hier die sogenannten Monoblock iX Leichtmetallräder. Die sind mattiert und geben diesem Auto nochmal so einen richtigen Pfiff, die richtige Sportlichkeit mit auf den Weg. Ansonsten ist der Wagen von der Seite eher unauffällig, denn die Tieferlegung und das Sportfahrwerk, davon sehen wir hier gar nichts. Wenn wir ans Heck kommen, da haben wir wieder Sport pur, denn hier haben wir nicht nur einen Heckdiffusor, sondern auch die zweiflammige Auspuffanlage, eine Sportauspuffanlage, ebenfalls Brabus, und zwar in Chrom. Wie schon beim Exterieur unterscheidet sich das Interieur des Smart Brabus vom normalen Smart nicht in vielen Dingen. Aber dennoch, wir finden immer mal wieder das Smart Brabus Logo, und zwar zum Beispiel hier am Schaltknauf, auf der Handbremse, im Drehzahlmesser und natürlich auch in den Fußmatten. Ansonsten ist das Auto einfach hochwertig, ein bisschen sportlicher. Wir haben zum Beispiel Aluminium-Pedale hier. Wenn man die Exclusive Line wählt, dann gibt es on top noch mehr edle Materialien und vor allen Dingen diese Ledersitze hier mit diesen wunderschön rausgearbeiteten Nähten. Der Smart Brabus hat eigentlich alles an Bord, um richtig flott unterwegs zu sein. Ein um bis zu 40% schneller schaltendes Getriebe, 109 Pferdchen, die ihn nach vorne treiben. Und jetzt wollen wir sehen, ob er auch mit mir an Bord in 9,5 Sekunden von 0 auf 100 ist. Das Zauberwort heißt Race Start. Das ist nichts anderes als eine Launch Control. Und die schauen wir uns jetzt an. Gang rein, Fuß auf die Bremse, Vollgas und los. 50, 60, 70, 80, 90 und 100. Wow, das war schnell. Und jetzt geht's auf die Rennstrecke. Mal schauen, was er da kann. Beschleunigung ist auch hier, wie erwartet, gut. In den Kurven liegt er gut. Man merkt aber, man kommt schnell ans Limit der Reifen. Obwohl der Smart einen Heckantrieb hat, neigt er eher zum Untersteuern. Das liegt aber wohl eher am ESP, das ist eine Einstellungsfrage. Man kann ihn aber auch in die Drift kriegen, dafür muss man ihn allerdings schon sehr herausfordern. Schlägt sich gut, der Kleine. Der Motor des Smart Brabus liefert 109 PS bei 170 Newtonmeter maximalen Drehmoment. Und diese Maschine hat natürlich mit dem Fahrzeuggewicht von unter einer Tonne absolut leichtes Spiel. Das sorgt auch dafür, dass er recht gute Verbrauchswerte hat. Aber wenn man die Leistung voll abruft, dann geht der Verbrauch deutlich nach oben. Auch der Smart Brabus ist und bleibt ein Smart. Das heißt, er hat die gleichen guten wie auch weniger guten Eigenschaften des Smarts. Da sind zum einen der sehr kleine Wendekreis, das relativ gute Platzangebot für zwei Erwachsene und natürlich die sehr sparsamen Motoren. Auf der anderen Seite haben wir einen sehr kleinen Kofferraum und natürlich durch den kurzen Radstand ein relativ unruhiges Auto, wobei das mit der aktuellen Smart-Generation deutlich besser geworden ist. Aber er hat einfach deutlich mehr Leistung und ein völlig anderes Fahrgefühl, das er vermittelt, macht wesentlich mehr Spaß. Und im Zweifelsfall kann er an der Ampel mit dem Race Start deutlich überraschen.